Leute, Crimex hier, was geht, Paul Berger? Wir werden heute gemeinsam auf Experiment Underwater, Under Ice and Underground reagieren. Ich weiß jetzt nicht so ganz, was uns das sagen soll, der Titel. Ich glaube, es hat irgendwas mit Explosionen, Böller und so weiter zu tun. Ich würde sagen, wir starten rein in 3, 2, 1. Lasst ein Like und ein Abo da und let's go mit dem Video. Okay, hier, wir sehen schon Warnhinweise. Das heißt, es könnte wirklich heute wieder sehr, sehr wild werden. Okay, irgendwie so ein verlassenes Lost Place Haus hier. Oh ja, hatte ich doch recht. Ich dachte mir doch schon, es wird heute wieder explosiv. Und ich glaube, das ist auch derselbe Kerl wie neulich mit der Waschmaschine, weil das sind wieder diese kranken Bomben. Und ich glaube auch, das ist, ihr habt mir auch letztes Mal in die Kommentare geschrieben, die Steigerung von einem China-Böller sind die Polen-Böller. Und deswegen können wir darauf schließen, dass es sich hier um unseren polnischen Ehrenbruder handelt, hier auf dem Kanal, der hier immer die ganz wilden Polen-Böller am Start hat. Wusste ich persönlich auch nicht. Das habt ihr mir in den Kommentaren gesagt, dass Polen-Böller wohl noch krasser wären als China-Böller. Wusste ich jetzt nicht. Was ist da? Gibt es noch was Krasseres? Ist irgendwas, was ich nicht weiß, noch so? Albanische Böller oder so, die noch krasser sind? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin da. Wow, Alter, was ist das? Bro, sowas würdest du niemals in Deutschland kriegen, Alter. Was war das? In Deutschland wäre das schon Krieg gegen Kriegsschutzwaffengesetzverstoß oder so. Alter. Ah, oh ja, das sind wieder die guten K999er. Das sind die guten, Digga. Die guten K99er. Maschallah. Guck mal, aber das war, wie knapp das war. Der hat das weggeworfen, das direkt unten als aufgeprallt ist, explodiert. Die haben keine lange Zündschnur. Ich glaube, da hat auch schon der ein oder andere polnische Bruder von uns mal vielleicht den ein oder anderen Finger verloren bei den Dingern. Das ist doch krass, ne? Guck mal, das ist gar keine Zündschnur. Das ist ja nix. Die haben sogar den... Alter, die haben sogar den Stein auseinandergenommen. Bro, ich finde das... Ich finde diese Videos... Also bin ich der Einzige, der das irgendwie so krass findet? Ich finde das sehr, sehr wild. Guck mal, hier so ein K9er. So ein K9er hier. Drei Backsteine versus K9. Ich glaube, die Backsteine haben da nicht so eine große Chance bei dem Ding. Aber was ist das? Alter, wenn so ein Ding... Stell dir mal vor, das gibt's da... Das sind da normale Böller. Wenn so ein Ding in deinen Laden reinfliegt, stell dir mal vor, du bist so Ladenbesitzer und so ein Ding fliegt in deinen Laden rein. Alter, da brauchst du eine neue Einrichtung. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt haben die hier schon so eine Handgranatenform mit so einem Stift, den man nur rausziehen muss. Allein das ist schon wieder sehr, sehr krank. Okay, war doch nur... Boah, das ist sogar aus Metall. Oh, das ist doch schon... Das sind doch schon fast echte Handgranaten. Alter. Boah, ich hatte gerade schon Schiss, weil das ist... Boah. Sheesh. Das sieht aber auch schon wieder ganz gefährlich aus, ne? Oh, weg das Ding, Junge! Das Ding ist auch, Leute... Kleine... Oh, ich erzähl die Story einfach, während es weiterläuft. Nächstes Mal, als... Ich war relativ jung noch, vielleicht in der Grundschule irgendwann. Dritte, vierte Klasse oder so. Da ist mir mal so ein D-Böller... So ein D-Böller ist mir mal in der Hand explodiert. Da bin ich sehr froh, dass wir... Digga... Da bin ich sehr froh, dass wir hier in Deutschland so alles so reguliert haben, weil wären das solche Böller gewesen, dann wäre ich heute der Piraten-Eye-Crimex, Digga. Ja, da war meine Hand einfach nur so ein bisschen angeschwollen als Kind. Hat mich natürlich auch voll erschrocken und geheult, aber das sind ja ganz andere Geräte hier, ne? Das war halt auch, der hat nicht gezündet, der Böller. Ich habe den angezündet. Okay, werf einfach eine Melone runter, okay. Ich habe den angezündet.
weggeworfen, ist nicht explodiert. Dann bin ich hingegangen, wollte ihn nochmal anzünden und in dem Moment, wo ich ihn aufgehoben habe, ist natürlich dumm, soll man sowieso nie machen, aber ich war jung und dumm, ist er in der Hand explodiert. Ne? Deswegen ist immer gefährlich. Guck mal, das Ding, das wird gleich so wegfliegen hier, Alter. Komm, wie hoch das fliegt. Was da für ein Druck dahinter ist, ne? Das seht ihr mal. Seht ihr mal, was da für ein Druck dahinter ist. Oh, oh, oh. Das gibt einen Querschläger. Die ist umgekippt. Das wäre so lustig, wenn sie jetzt ihn von hinten getroffen hätte. Okay, wir haben hier einen zugeeisten 5-Liter-Barrel. Und da haut er jetzt auch wieder hier einen guten Böller rein. Da wird ein Böller reingetroppt. Wann explodiert das denn hier? Hä? Was war denn das? Ach, der macht nur so Leuchtdinger, die sich da durchfressen, okay? Okay, das war jetzt doch kein Leuchtding. Viva la Granada! Bro, Alter, da ist ein Totenkopf drauf. Das muss ja dann das ganz kranke Ding sein. Bro, der Tisch ist sogar kaputt. Er will einfach nur ein Stück Eis in die Luft jagen und der Tisch geht dabei sogar kaputt. Das kannst du keinem erzählen, ey. Guck mal, wie er rennt. Bei den K999er, da rennt der schon. Da weißt du schon, und wenn der Typ rennt, da weißt du schon, das ist ein ganz krankes Ding. Dann weißt du, das ist ein richtig krankes Ding. Weil der Typ, der hat schon einiges gesehen und erlebt, das sage ich euch. Keine Ahnung, was das da jetzt für ein fetter Prängel ist, was der da gerade reingeprängelt hat. Guck, wie er rennt. Oh Gott. Gut. Cop Cap heißt der. Wird hier in einen, keine Ahnung, was das ist, reingesteckt. Können wir die auch schon wieder rennen, ne? Die wissen. Das wird ganz, ganz krank, das Ding. Boah, was kommt denn jetzt hier? Jetzt haben die da so einen Rohr in den Boden reingeverlegt. Was haut der da rein? Das ist kein Wasser, oder? Ich weiß nicht, was der da rein ploppt. Oder ist das Wasser? Geht das auch, wenn man es ins... Ja doch, müsste auch gehen, ne? Aber es geht auch im Wasser. Komm, wie das Ding das Rohr aus dem Boden rausreißt. Alter! Und da hat er auch noch einen Böller drin versteckt. Zuerst ein paar Wunderkerzen und dann Böller drin versteckt. Gillette Rasierschaum. Ich hoffe, der räumt das dann auch immer wieder weg, ja, was der da für eine Sauerei macht.
Oh, Wassermelone hält eigentlich, also Wassermelone hält sehr, sehr viel Hitze aus, aber gegen den Druck von zwei von so Böllern. Oh, Gottes Willen. Guck, dass du da wegkommst, Junge. Alter. Bam. Endstation. Ich kann einfach nichts, weil einfach nur alles in die Luft fliegt, ey. Das ist ehrlich krank, Alter. Das ist zu wild. So, ich würde sagen, den einen hier schauen wir noch. Letzte Explosion jetzt hier. Nochmal ein Kopf-Chap gegen drei Cola-Flaschen. Wie das Ganze ausgeht, können wir uns hier, glaube ich, schon alle denken. Ja, meine Freunde, das soll es gewesen sein. Es war wieder sehr, sehr wild explosiv heute. Lasst ein Like und ein Abo da, dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute, euer Kramix.